Nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Das ist jetzt ein sehr schnelles Video. Verzeiht meine Stimme, es klingt noch ein bisschen rauchig. Ich bin gerade aufgestanden, es ist früh morgens und ich sehe mir da ein Video an von unserem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview. Und da geht es jetzt nicht um den Kurz, da geht es auch nicht um diese Partei, denn ich höre solche Aussagen nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Bei Russia Today, wenn ich mir die Bundeskonferenz da anhöre, die Bundessprecherkonferenz, die da öffentlich ist, das höre ich von verschiedenen Parteien, da höre ich immer so Aussagen wie, nein, das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht oder das ist geheim. Und schon immer lag es mir auf die Zunge zu sagen, Alter, seid ihr deppert, wie ist das gemeint, wie kann jemand, der für die Öffentlichkeit arbeitet, also der von uns, vom Volk bezahlt wird, dann öffentlich im Fernsehen sagen, du, das ist oder war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, diese Dokumente zum Beispiel. Jetzt in Österreich geht es hier um diese Schredder-Affäre. Da ließ also der Bundeskanzler oder sein Kabinett oder seine Leute ließen da Festplatten schreddern und dann sagt er so im Interview, naja, da waren vielleicht auch Dokumente, die waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Er sagt es einmal, und mich wundert immer die ganzen Reporter, die dazuhören, die Menschen, die dazuhören, dass keiner diesen Menschen die Frage stellt, er sagt es einmal, seid ihr noch ganz dicht im Kopf, was heißt nicht für die Öffentlichkeit gedacht? Es sollte alles öffentlich sein, denn ihr werdet ja von uns bezahlt, vom Volk. Wie kann es sein, dass Parteien vor verschlossenen Türen etwas im Geheimen beschließen? Das gehört doch alles abgeschafft. Es muss alles öffentlich, transparent werden, denn das sind ja unsere Steuergelder. Ihr macht ja nicht etwas für euch oder das ist nicht euer, sondern ihr seid öffentlich Bedienstete und das seid ihr dank uns. Und mit diesem Video möchte ich das Volk oder euch Menschen da draußen aufmuntern, dass ihr viel häufiger bei solchen Dingen sagt, hey, stopp, na sicher gehört das öffentlich gemacht, das sind ja unsere Daten, das sind unsere Gelder, da geht es um uns. Und du, wenn du das nicht verstanden hast, dann sitzt du an falscher Stelle. So einfach ist das. Und wenn ich in diesen Mustern irgendetwas falsch interpretieren sollte, bitte sagt es mir oder schreibt es mir so unten in den Kommentaren, denn ich verstehe nicht, wie Dinge, die uns betreffen, das Volk, hinter verschlossener Tür oder hinter verschlossener Hand passieren sollen. In diesem Sinne, alles Liebe.